Willkommen zurück zu Miitopia! Ein Volta-Alarm möchte Jesus gerne haben, dem gönne ich ihm doch, weil wir haben Geld. Und ja, warum nicht? Aber tragen darfst du ihn nicht, zum einen passt es gerade nicht, es ist sehr, sehr warm draußen, vor allem auch hier in-game in der Wüste. Und zum anderen sollst du schön ein Pinguin bleiben, für den Rest deines Lebens. Hehe. Kobranagel, Sternchen, frittiert und mit giftiger Soße serviert, schlicht delikat. Grillskorpion, Sternchen, besonders starke Skorpione sorgen für besonders starken Effekt. Ja, ist es so? Anscheinend. Nom nom. Und was sag ich zu den Nuggets? Lecker. Hätte ich jetzt gerne Real Life. Naja, was soll's. Nom nom. Bisschen Angriff stärken. Na, reicht nicht. Schade. Was sagt ihr beide zu dem Falterhonig? Mögt ihr den? Mögt ihr den nicht? Ich weiß es nicht. Du kriegst auf jeden Fall ganz viele Deli-Becher, denn ich weiß, du liebst es. Badabababa. Toll. Das Einzige, das ich nicht weiß, wie das schmeckt. Bratgreifchen. Probier mal. Nicht so. Hm. Okay, was sagst du dazu? Auch nicht so. Das wundert mich irgendwie. Sind alle satt? Okay, dann halt kein Essen. Dann halt nicht. Lass mal sehen, was es im Roulette gibt. Für die, die nicht wissen, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt an der Pyramide und werden heute reinschnuppern. Pläumwurzeln. Okay, ich hätte aber gern Pünktchenkittel, weil, ja, komm schon, gib mir Pünktchenkittel. Ah, nein, dafür ein Reiseticket. Ja, wer nimmt es denn? Ich habe keine Ahnung. Tja, dann verkaufen wir es halt. Gut, ich weiß gerade nicht, wo alle sind, deshalb habe ich einfach irgendwas gedrückt. Ah, Jesus ist der Einzige, der allein ist. Okay. Ja, dann, ja gut, müsst alle noch ein bisschen. Also, du kannst auch ein bisschen mit dem Pferd und die anderen beiden Tickets. Muss ich mal gleich mal schauen, wen ich an die verteile. Deutsch, bisschen schwierige Sprache, aber okay. Nein, keine Ahnung. Aha. Da ist was. Ein Bonbon. Lecker. Yay. Toll. Felsenschoki, die niemand mag. Super. Ja, komm, ihr beide könnt mal. Damit ich auch mal Level 8 werde zusammen. So, Toilettenpause, kein Problem. Und was angeln sie? Sie angeln. Happy-Bananen. Super. Toll. So, wir beide können noch auf Level 9 kurz gehen, weil warum nicht? Und dann ab in die Pyramide. Würde ich mal sagen. Die Gesichter geben wir dann ganz am Ende ab. Oh, ist das neu hier? Das ist neu. Ah, Tütenblitz. Puh, da sitzt ja kein einziger Zorn. Schnapp, Daddel, Pflück. Bei dir aber auch nicht, Mike. Bärbank. Toll. Wie das vorgespult aussah. Ist richtig schnell im Tanzen. Na gut. Ein kleines Mäusesnack. Die wollen alle nichts haben. Na komm. Dann auf geht's. Dun, dun, dun. Manchmal drücke ich einfach den Y, deshalb kurz Pause bild manchmal. Nicht wundern. So, auf zur Pyramide. Und da ist direkt ein Boss. Und Isaac ist da oben. Das ist wahrscheinlich nach guten Items. Kämpfen wir erstmal gegen diesen Unhold. Ist aber kein Bosskampf, es sind nur gute Golems. Moment, die sind gut? Wieso greifen die dann an? Naja. Mir bleibt keine andere Wahl, sie stehen mir im Weg und wollen nicht weg. Dann kriegt ihr das, was ihr verlangt. Ja, anscheinend verlangt ihr es ja, ne? Lässig. Boom, dann ist schon mal weg und der andere sogleich auch. Ja, es waren nur Gegner, es waren keine Bösse. Besser ist. Nein, das. Ah, so.
Okay. Weiter geht's. Ins erste Level der Pyramide. Das war nur ein kleiner Test, ob man gut genug ist für die Riesenpyramide. Hier verstecken sich die restlichen Gesichter. Dann, let's go! Hopp, los! Das sieht voll schön aus hier. Spannung steigt! Da ist also die Riesenpyramide. Ob der dunkle Fürstkomme HD auch hier ist? Gut möglich. Monster mit den Gesichtern von Stadtbewohnern gibt es hier sicher auch. Jetzt wird's spannend. Egal, volle Kraft voraus. Nichts kann uns aufhalten. Du hast recht. Let's go. Ach, natürlich sind hier Gegner. Was sind für welche? Neue! Eine Mumie! Sieht aber nicht aus wie eine Mumie. Sieht aus wie irgendwie ein Geistviech. Oh. Da ist er schon mal down, aber die anderen Kobras hier noch nicht. Bam! Darum kümmere ich mich. Und Miku auch. Schön, der Blick. Ich hasse es. Warum gibt es diesen Knopf? Oh, natürlich noch ein Gegner, 2 mm weiter. Und jetzt mit 2 Mumien, dann ist es ja noch einfacher. Hehe. Bam. Bam. Da ist einmal einer tot. Bam, bam. Warum lebt die Kobra noch? Aua, warum beißt sie mich? Nicht nett. Dieses Gesicht. Okay, wir haben was Neues zum Essen bekommen. Links? Wir müssen beide beheben. Puh. Im letzten Moment ausgewichen. Oh Gott. Was macht der rechte Schalter? Müssen wir das auch nochmal machen? Ist das wichtig, dass wir das machen? Truhe nehme ich mit. Kann gut sein. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob wir das nochmal machen müssen. Für... Naja, diesen Schalter halt. Kariesstab. Okay. Dann nimm du halt deinen Kariesstab. Nimm ihn dir und benutze ihn. Wie du deine Süßigkeiten benutzt. Nom nom. Pünktchenkittel, ja, ein bisschen mehr Ausrüstung. Kann nicht schaden. Naja. Das schon. Pferdchenklauen. Oh, die sind niedlich. Die brauche ich. Die will ich haben. Die sind super. Die sehen toll aus. Miau. So, und dann Miku Regenbogen-Mikro. Ja, wir müssen schön hier LGBTQ-freundlich sein, ne, Miku? Besser als so ein Eiscreme, auf jeden Fall. Deshalb nimmst du das. Dörrmumie, der perfekte Snack für zwischendurch. Kauen und staunen, miam. Golem-Steak, Steak auf einer heißen Hand aus Lehm serviert. Innovativ. Nee, irgendwie nicht so. Was damit? Na, auch nicht so. Zu dornig vielleicht. Hm. Bin natürlich wieder voll. Mag niemand. Probier es, please. Ah, okay. Übrigens beide. Abwehr und Tempo könnt ihr eigentlich beide ziemlich gut gebrauchen, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber vor allem auch Jesus. Deshalb gebe ich das... Ah, direkt voll? Oh. Oh, oh, oh. Hm, na dann. Ja, dann. Hm. Kobra-Nugget-Sternchen probieren? Na, nicht so. Schade. Mäusesnack hat noch niemand probiert. Unglaublich lecker. Okay. Na gut, dann wissen wir es auf jeden Fall fürs nächste Mal. In der Spielhalle können wir noch ein bisschen was bekommen. Ah, die Herzchen klauen. Dann kommt, wenn ich die bekommen sollte, verkaufe ich sie einfach. Oh, ich krieg das Schlechteste von den ganzen. Ja, aber es sind auch schlechte Sachen dabei. Komm, wir lassen es. Sparen uns die auf, für wenn da wieder was Gutes drin ist im Lotto. Weiter geht's hier. 5 verschiedene Mikros. Magie durch Darung und Wert 10 erhöht. Schön.
Und nein, anscheinend ist dieser Schalter nicht wichtig. Na dann, dann lasse ich ihn auch. Ist ja schon fertig hier. Dann ist aber eine Kiste. Ich weiß nicht. Machen wir erstmal hier das Level. Falls wir hierdurch nicht irgendwie an die Kiste kommen, sondern es geht oben durch die Tür da weitergeht, dann werde ich nochmal den Schalter unten machen, weil ich glaube, dann hat es damit zu tun. Oh oh. Oh oh. Ah, danke, Fernando. Danke. Dabadababam. Besteste Freunde, Level 23. Krank. Das Gesicht von Manuetta. Auf einem weiteren Gemälde. Man könnte sagen, es ist die Mona Letta. Aber irgendwie sieht das cool aus. Ich weiß nicht, das hat was. Ich weiß auch nicht, wieso. Krallen, wetzen und für die nächste Runde warten. Hier ist ein Bosskampf, Leute. Alle lieb. Yay. Entspannt. Heilung. Nice. Wie schmeckt euch das? Bam! Die Mona Letta muss aufgehalten werden. Tatzenhieb. Miau. Oh, 95. Aua. Wow, echt die Kunst. Oh. Okay, Jesus ist unser krasser Healer hier. Okay. Ja, ich werd's nochmal, ganz ehrlich. Am besten, ja, greift einfach mich an. Ist ganz gut, weil ich habe am besten Stats. Nice. Ich würde sagen, Miku ist bisher unsere schwächste Teammitgliederin. Müssten wir eigentlich mal fixen. Bam! Aua, 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 aua. Ich brauche Heal, ich brauche Heal. Jesus, heal mich, please. Oh, nein! Sollst mich healen, Jesus! Oder kill zumindest das Gemälde jetzt. Nice. Dankeschön. 666 Gesichter gerettet. Das kann nichts Gutes bedeuten. Oh nein. Hey, Level 11 für Jesus. Nice. Und wieder was zum Essen. Toll. Unsere Belohnung kriegen wir nochmal 500 Gold. 550, um genau zu sein. Und hoffentlich kein Gegner mehr. Nee, noch eine Kiste. Okay. Spielscheine. Und das Ende. Schön. Bam. Bam, bam, bam. Level 11, Freunde. Und die wollen labern. Hey, lass sie labern, damit die auch danach futtern können. Vielleicht wollen die auch was kaufen. Wäre eigentlich ganz nice, weil jetzt habe ich wieder Geld. So. Bam, 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 bam. Bam, bam. Schön. Und will irgendwer was haben? Ja. Gebetstaler. Was habe ich da gelesen? Und Pünktchenkittel. Die wolltest du doch schon lange haben. Den kaufe ich dir jetzt. Komm. Dann benutze ich aber auch richtig. Ah, nicht mal richtig gekauft hier. Hey, nicht stiften. Nö, 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 nö. Ja, komm, trage es. Warum nicht? Vielleicht habe ich kein Geld, aber vielleicht gibt es das in der Spiellade zu gewinnen. Wer weiß? Ja, gibt es. Aber kriege ich es auch? Nein, tue ich nicht. Dafür 3 Ausflugstickets. Komm, mal weiter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 yes! Yeah! Jetzt nicht der falschen Person geben, ja? Man kann es noch verkaufen. Aber ich will es nicht verkaufen. Okay. Er soll es nicht tragen. Er soll es nur haben. Hä? Habe ich gerade auf Wegstangen gedrückt? Ich glaube schon. Das wollte ich nicht. Habe ich oder habe ich nicht?
Kleidung. Er soll schön. Wie die aussehen, ey. Oh Mann. Das hier sollst du zwar tragen, aber vom Aussehen her bitte. Pinguin. Bei beiden. Dass ich das im Nachhinein machen muss, ist gerade ein bisschen blöd, aber. Jetzt hab ich's. So, fertig. Kein Bock auf Ausflüge, wir machen weiter. Let's go. 5 verschiedene Kittel. Aha. Sieh mal einer an. Und das Gesicht gerettet. Oh, das hier ist ja keine Tür hier oben. Oh. Da oben ist aber ein Tor. Hier geht's weiter. Dann gehen wir nach unten und dann nach oben. Das ist nämlich als Bonus. Und ich werde es haben. Ich bin crazy. Ich brauche alles. Oh, 3 Hebel. Genauer ansehen. Ja. 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 Okay, das ist vielleicht eine Kombination. Das war's schon? Muss man das richtig machen? Ist das das Level? Okay, wir labern hier ein bisschen. Oh nein, nein, kein neuen Look. Nein, kein neuen Look. Nein, du's nicht. Nein, du sollst nicht zum Anime-Mädchen werden. Stop. Bam. Hat aber was. Schön. Ja, die Level hochkriegen, immerhin. Ja. Ich bin schon irgendwie gerade verwirrt, um ehrlich zu sein. Machen wir mal schnell weiter. Haben wir jetzt den Weg nach unten freigeschaltet oder müssen wir wirklich die Kombination richtig machen? Wir müssen die Kombination richtig machen. Okay. Okay, alle 3 sind es nicht. Gar nichts werde ich als allerletztes versuchen, weil ich glaube nicht, dass das Rätsel Lösung ist. Okay. Ja, nein, ja. Mache ich jetzt. Das war's auch nicht. Das ist blöd, das ist blöd. Nein, keine Lust, auch wenn das ganz viele Dings bringen würde. Das geht hier schneller. So, wieder rein. Was könnte es denn dann sein? Vielleicht. Ja, ja, nein. Das werde ich als nächstes ausprobieren. Bedeutet, wir machen ja. Ja. Und nein. Auch nicht. Dann wie wäre es mit nein, ja, ja? Als nächstes? Nein, ich hab. Ah, ich bin raus. Kriegen die wieder ganz viele Levels, von denen wir 20 Jahre lang labern. Es ist mir so egal, was ihr macht. Labert jetzt nicht. Schön. Auf geht's. Weitermachen. Neuer Versuch. Kann sein, dass man die Kombination später noch. Wie heißt das? Irgendwo findet. Ja. Aber ich glaube, ich möchte es erstmal so versuchen. Genau. So. Nicht betätigen, betätigen, betätigen. Oh nein, jetzt habe ich das nicht gemacht. War es was Neues? Wenn ja, dann wissen wir auf jeden Fall, dass das nicht funktioniert. Mit nur mittleres funktioniert auch nicht. Ich mache das jetzt die ganze Zeit. Selbst wenn es der Rest der Folge ist. Ich probiere das jetzt aus. Das muss auch mal sein, ja. So, was wollte ich machen? Ich wollte nicht. Ja und ja wollte ich machen. Und das war richtig! Ein geheimer Pfad hat sich geöffnet! Guck mal, nur ich kann es richtig machen. Ja, dann Dürre, die konnten es nicht, aber ich schon. Babadababadabam, bam. Schön! Ach, hat sich auch gelohnt. Okay, Fernando will mich sehen, warum auch immer. Können wir gerne auch noch mal ein bisschen leveln, Fernando? Warum nicht dumm? Ba, 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 la. Wie sieht es mit euch aus? Ja, ihr könnt leveln. Ist okay. Wollt alle wieder was haben? Brottaler. Würde passen. Karo Dress. Schlafanzug, Catsuit. Kein Geld. Lassen wir es. Komm, weiter geht's. Wir noch so ein, zwei Level in dieser Folge schaffen. Will noch.
schaffen. Jupp. Da unten ist noch ein Level. Hoffentlich nur ein einmaliges Level. Wo man kurz rein ist. Kuro nehmen und das war's. Nicht wieder 20 Wege. Habe ich gerade wirklich keine Lust zu. Eine Kiste mit 1500 Gold. Yo. Wie viel noch? Noch eine Kiste mit Spielschein. Ich wette, mit einer Kiste hier wird irgendwas Böses drin sein. Okay, bye bye. Okay, wir sehen uns. Okay. Ja, ich wusste es. Eins davon wird eine Falle sein. Aber es ist mir egal. Ich werde jede einzelne Kiste in diesem Spiel öffnen. Ist mir egal. Das werde ich einfach machen. Katzenhiebier, hau mal ab, bam! Ich mache allein so schon 60 Damage, das ist krass. Und die anderen beiden sind jetzt auch weg. Na, die Gruppe lebt noch. Bam! Jetzt nicht mehr. 669. Nice. Level 11 für Miku. MP-Song gelernt. Heitere dein Team auf, damit es ein paar MP zurückerhält. Nice. Finde ich schön. Und es geht ab nach oben. Hier ist die goldene Truhe. Perfekt. Mit Schlafanzug Catsuit für mich. Hat was. Aber ich werde verzichten. Aber 50 Abwehr oder was das jetzt war. Das schmeckt. Lässt sich gern sehen. Und dann werden wir auf jeden Fall ein Level erreichen. Zudem. Enge Freunde. Schön. Oh, warte, bevor wir weitermachen. Jetzt kann ich ja die anderen Sachen leisten. Oder nur du willst was haben. Schneebesen. Sie will einfach einen Schneebesen. Sorry, es sieht lustig aus. Es ist eine lustige Idee, aber ich würde gerne Rainbow-Mikrofon haben. So. Ja, kein Bock zu futtern. Komm, mach mal weiter. Keine Lust mal an. Nein, ich habe keinen Bock. Bock, Bock. Nein, 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 nein. Wir gehen da hoch. Ja, ja. Wenn wir in der nächsten Folge mit Isaac sprechen und uns fragen, was er dort zu suchen hat. Was bist du denn? Hieroglyphe. Aha. Bam. Die halten aber viel durch, oder? Felsfratze. Bam, bam, bam. Aua. Oh, danke, Jesus. Bruder. Krächzchen, aua. Na egal. Da ist der Kampf zu Ende. Ba, ba, bam, ba, da, bam, ba, 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 Level up für mich. Aber ich lerne nichts. Ist nichts. Nö. Eine Küsse. Puppenpfeffer und Puppenpfeffer-Sternchen. Sehen lustig aus. Huch! Wer hat das Licht ausgemacht? Wo sind denn alle hin? Hallo, ist da wer? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Yay! Ja, wir haben dir sogar ein Geschenk gekauft. Oh, danke. No. War heute überhaupt mein Geburtstag? Nein, war es nicht. Aber wenn alle dir was schenken wollen für deine schönen Liebeslieder, dann nimm es doch einfach an. Ganz ehrlich, Miku, dann nimm es doch einfach an! Uff, das ging wirklich daneben. Uff. Perfekt! Da spritzt es aus der Flasche. Okay, Zugabe. Ja, komm. Miau. Du, 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 du. So, ist dann nochmal das Ende hier von diesem Gebiet? Oder zumindest von diesem Level halt, meine ich. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Miitopia. Und dann werden wir hoffentlich Pyramide zu Ende erkunden können. Ich habe keine Ahnung, wie lange die ist. Aber hoffentlich.